Wer soll denn hier noch durchblicken? Wer soll denn hier noch durchblicken? Wir! Wir bringen Ruhe in das Dickicht der Nachrichten. Es ist wieder Zeit für die Stand-Up 44 News. Es war wieder allerhand los. Schalke wird 2 Wochen freigestellt wegen Corona. Laschet holt Merz in den Wahlkampf. Und eine Frau löst einen Bombenalarm aus, weil sie ein Sexspielzeug für eine Handgranate gehalten hat. Besser als umgekehrt. Los geht's. Hier ist das erste deutsche Stand-Up 44 mit den Nachrichten. Heute für Sie im Studio Felix Lobrecht. Okay, Leute, bevor wir in die Themen einsteigen, ganz kurze Frage an die Produktion. Wo sind denn Kinan und meine Impfprivilegien? Wo sind unsere Impfprivilegien? Ah. Ah, schön. Ah, cool, danke. 50 Euro. Ja, super. Wow. Oh, ein Drink. Geil. Cheers. Cheers. Ich glaube, so stellen sich alle Rechten, alle Syrer in Deutschland vor. Ja. Ich habe 6 Smartphones. Und ich glaube, kein Linker stellt sich so Ausländer vor. Das ist gar nicht mehr mitleidenswert gerade, was da abgeht. Ramadan Mubarak, Leute. Hey. Er kann der Becher weg, ich brauche den nicht mehr. Ich habe hier mein leckeres Getränk. Okay. Ihr Schmuddelkinder. Ihr beide seid Schmuddelkinder. Ja, ja. So, wir fangen direkt an, Leute. Wo wir schon bei Impfprivilegien sind, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in Altenheimen wird gelockert. Ah, ja. Es gibt jetzt quasi Privilegien für Geimpfte in Altenheimen. Das heißt, die alten Menschen sind endlich wieder alleine, weil sie einsam sind und nicht, weil niemand kommen darf. Ja. Ich wäre so gern gekommen, ich kann aber nicht, ich schütze dich. Jetzt gibt es einfach keine Ausreden mehr. Ja. Meinung, Kavus, Lockerung in Altenheim. Ja, es ist verletzend. Vielleicht sind diese Lockerungen einfach nur verletzend. Mhm. Das ist dann, vielleicht sollte man für die dann einfach so sagen, hey, nee, ist immer noch voll gefährlich, die kommen deswegen nicht. Ah, ja. Das ist immer noch. Ich glaube, wenn du im Altersheim landest, dann darfst du wirklich alles. Also ich freue mich wirklich für die Leute, dass sie endlich mal im Speisesaal treffen und irgendwie so eine alte, beschissene Musik hören. Findet ihr auch, dass alte Leute, wenn die so in Altenheim so in der Mensa oder wie man das da nennt, wenn die da an den Tischen sitzen, dass die immer so aussehen, als wenn die da hingesetzt wurden? Nein. Also das sieht nie so aus, als wenn sich da jemand so selber hingesetzt hat. Immer, so leicht schräg zu nah am Tisch. Ja, immer irgendwie so. Und irgendwie auch immer so, dass die Gesprächssituation irgendwie unhandlich ist. Ja. Also wenn so rechts neben dem welche sitzen, dann werden die irgendwie also so. Und ja, ja. Dann müssen die auch nochmal gedreht werden. Haben wir so. Werden alle so komisch seitlich dahin gehört. Also bei denen sieht es wirklich nie nach Lockerung aus. Nee. Wirklich, ja. Das ist super anstrengend. Aber wisst ihr, kleiner Lifehack für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, falls ihr eure Großeltern nicht besuchen wollt, eine Ausrede habt ihr noch, und zwar die Ausgangssperre. Die Ausgangssperre ist jetzt da, von 22 bis 5 Uhr darf man nicht mehr rausgehen. Ihr könnt eurer Oma sagen, ich würde ja kommen, aber ich kann jetzt ab 22 Uhr, aber da darf ich nicht mehr. Puff, auflegen. Die Ausgangssperre ist da. Habt ihr eine Meinung? Sind wir dafür, sind wir dagegen? Ich weiß es nicht. Ich wurde tatsächlich gestern von dem Beamten der Polizei nach Hause. Ach echt? Nein, wirklich? Punkt 22 Uhr. Wie, krass, warte mal, warst du draußen zu Fuß oder im Auto? Nee, ich war draußen mit einem Kumpel in Kreuzberg an dieser komischen Brücke. Aha. An der Hipsterbrücke. Admirals? Du warst an der Admiralsbrücke? Ich war an der Admiralsbrücke. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Dankeschön. Hey. Und dann kamen die Bullen und haben gesagt, jetzt weg. Tschüss. Was genau ist jetzt die Regel eigentlich? Die Regel ist, dass man von 22 bis 5 Uhr nicht raus darf, bundesweit. Ah ja, okay. Das wird nicht... Also Leute sind draußen. Also das heißt, man darf auch nicht auf illegale Techno-Raves. Das ist auch raus. Nicht nach 22 Uhr. Nicht nach 22 Uhr. Und auch keine Schlauchboote im Sommer. Ja, okay. Okay, es gibt übrigens noch die Ausnahme, also man darf joggen bis 0 Uhr alleine. Wow. Und man darf alleine spazieren gehen bis 0 Uhr. Ist ja voll geil für Frauen, die dann einfach nachts alleine joggen dürfen. Ja, das ist super. Ja. Das ist super. Berlin ist die Stadt dafür. Vielen Dank. Und Hunde. Ah, ja. Wenn du einen Hund hast, darfst du jederzeit rausgehen. Der Hund ist quasi die Universalausrede und ich stelle es mir irgendwie richtig witzig vor, wenn du so einen Hund hast, der dich dann so verpfeift bei den Bullen. Mhm. Einfach so sagen würde, hey, Hund ist gar nicht kacken. Ja. Oder auch übrigens, wenn du ein Hund bist, darfst du auch noch jederzeit raus. Einige Leute sind Hunde. Du bist ein Hund, du kannst rausgehen. Das könnte die neue Beleidigung sein, dass man sagen kann, ey, du kannst bis 0 Uhr raus. Nee, das ist voll witzig, weil... Nee, oder du kannst immer raus. Weil erst Rechte unter Ausländern, das ist so eine große Beleidigung, sind doch Hund und so.
so. Yeah. Und dann ist es jetzt so, dass einige Leute sich so bei der Polizei als Hund ausgeben. So, nein, ich bin ein Hund. Ich bin der größte Hund. Ich bin der größte Hund. Ihr könnt alle fragen. Ich bin der größte Hund. Ich identifiziere mich als Hund. Ey, DMX könnte ja die ganze Zeit draußen machen. Ja, scheiße. Ja, aber es war bei Prime gestorben. Bei Araber, weil gerade so gesagt hat, die Hunde sind unrein. Ja. Und Araber haben irgendwie so Probleme mit Hunden. Und ich kann mir so vorstellen, dass es Araber krass viele Hunde leiden. Es gibt jetzt so eine arabische Hundeagentur. Ja, Hunde sind für die Deutsche, ne? An Ketten, die sie dann so Gassi führen. Ne? Nee, aber das ist auch witzig. Das wollt ihr doch. Eine andere Ausnahme ist, du darfst währenddessen arbeiten. Das heißt, wenn du ein Lieferant bist, also so Lieferando oder Volt oder was auch immer, dann darfst du es immer noch machen. Und das ist auch ein kleiner Lifehack an euch da draußen. Weil wenn ihr jetzt demnächst kontrolliert werdet, ihr könnt euch einfach so einen riesen Lieferando-Rucksack holen und da einfach eine warme Pizza reinlegen und ihr habt einen Freifahrtschein. Ziemlich geil. Ihr habt dann halt immer diesen Rucksack dabei. Ja. Und ihr müsst immer drauf achten. Ist halt scheiße. Genau. Und ihr müsst einfach jede halbe Stunde diese Sache aufwärmen. Aber hey, es ist geil. So. Okay, also Carus, bei dir wohnen keine Menschen im Industriegebiet. Korrekt. Also bei dir wird sich dran gehalten. Alle Maschinen halten sich dran. Die Baumaschinen halten sich dran. Maschinen dürfen draußen bleiben. Ja, Maschinen und Zement. Ein Bagger schweigt und genießt. Ich habe Genießerbagger bei mir in der Nähe. Okay, Kina, wie sieht's aus in der Sonnenallee? Da würde ich würde mal die These in den Raum stellen, dass ich da nicht ganz so streng dran gehalten bin. Nee, gar nicht. Also bei uns ist es so cool, wir nehmen sogar Flüchtlinge aus Prenzlauer Berg und Schöneberg. Die fahren bei uns alle. Ja, Leute, ansonsten, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Oscars wurden mal wieder verliehen. Und ich habe es mir teilweise angeguckt und muss sagen, es war unglaublich langweilig. Es hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Ich fand, die Oscars dieses Jahr sahen so ein bisschen so aus wie so ein TED-Talk, der so von der Hochschule Krefeld organisiert wurde. Also es war einfach wirklich richtig nicht gut. Es waren einfach so komische, so elegante Zoom-Calls. Ja, also einfach Zoom-Calls mit Anzügen. Ja, stell dir mal vor, du gewinnst dieses Jahr den Oscar. Ja. Das ist eigentlich eher schade. Ja. Das haben ja dieses Jahr rekordwenige Leute gesehen. Naja. Also ich glaube, das Jahr davor waren es irgendwie so 40 Millionen und das war schon der negative Rekord. Das letzte Jahr war sogar 23 Millionen, dieses Jahr 10 Millionen. Sogar das letzte Jahr war schlecht. Deswegen, ich finde diese Ausrede, dass die Oscar einfach schlecht geworden sind wegen der Corona, ist nicht nur wegen der Corona auch. Oh ja. Wegen der Qualität der Filme. Klar. Und Diversity vielleicht. Ja, ich find's wirklich witzig, dass die diversesten Oscars die schlecht gegucktesten sind. Ja, und das ist interessant, weil man weiß jetzt nicht genau, liegt es an Zoom, liegt es an der Pandemie, liegt es an den Diversity? An den Diversity. Donald Trump hat sich dazu geäußert. Ah, ja. Er hat gesagt so, seid bitte nicht mehr politisch korrekt und langweilig und macht es richtig. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einen Trend in Hollywood, okay? Und der Trend ist, je schlechter die Filme werden, desto größer werden die globalen Probleme, die in den Oscar-Reden angesprochen werden. Ah, und das finde ich voll witzig, weil es ist irgendwie so, als würde man furzen. Und dann so, um vom Furz abzulenken, so soziale Ungleichheit. Nein, es stinkt! Es stinkt! So. Ja, aber es war echt früher, man hat echt das Gefühl, man wird so ein Opa, aber früher wurden, also ich lange keine geilen Filme mehr gesehen. Mhm. Das ist voll komisch, weil ich habe das Gefühl, es wird einfach nicht mehr Forrest Gump gemacht. Ja. Oder Fight Club oder so geile Filme, die so intelligent sind und auch unterhaltsam, sondern nur noch irgendwie so. Ja, so Deadpool 6 gemacht oder so. Ja, entweder es gibt Deadpool 6 oder irgendwie so. Oder Deadpool 5. Ja, oder irgendwie sowas krass Trauriges irgendwie. Ich weiß nicht. Also. Die Referenz für mich für einen schlechten Film ist irgendwie immer Fast and the Furious. Mhm. So, man sieht einfach Vin Diesel in einem PKW, so die ganze Zeit, das finde ich übertrieben witzig. Und ich sag's euch, also wirklich jetzt, ich glaube, der nächste spielt irgendwie halb im Weltall. Oh, ja. Also die sind so unkreativ. Es muss weitergehen. Ja, wir nehmen schnelle Autos und packen die ins Weltall. Was ist das? Ja. Ich finde es witzig bei der Oscar-Verleihung, wenn sie die Rede halten und die ganzen Leute, ich danke meine Familie. Ja. Und ihre Familie gucken das gar nicht. Ja, die müssen hoffen, dass die Familie schaut. Du bist wirklich alleine da mit deinem Preis. Ja. Hey, aber habt ihr es mitbekommen? Anthony Hopkins hat, glaube ich, den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller oder so. Und das war irgendwie ein Skandal. Das war ein Skandal, weil es auch einen schwarzen Gegenkandidaten gab. Ja, wie heißt der? Chadwick Boseman. Aber der tot ist auch, ne? Der tot ist, genau.
Genau, Anthony Hopkins war der einzige weiße Mann, der etwas gewonnen hat dieses Jahr, oder? Das kann sein, ja. Ich weiß nicht, so eine weiße nicht. Frau, eine Asiatin, ein schwarzer Mann und eine fette weiße Frau. Mehr so. Wo wir gerade schon mal in der schillernden Welt der Prominenten sind, Justin Bieber. Naja. Justin Bieber hat einen Shitstorm, weil er ein Foto auf der sozialen Plattform Instagram gepostet hat mit Dreadlocks. Mm. Ah ja. Und da war der Vorwurf natürlich Cultural Appropriation. Ich meine, ich kann es nicht. Cultural Appropriation. Ja. Kulturelle Aneignung. Kulturelle auf Deutsch. Aneignung. Das, was ihr gerade mit dem Inselstaat Hawaii macht. Das, genau. Was. Entschuldigung. Ja. Felix hat so einen Kanaken-Frisur. Keiner sagt was dagegen. Kein Kanake interessiert sich wirklich. Echt? Googelt mal Kanaken-Frisur und bekommt Felix. Das ist eine einzige Cultural Appropriation gerade. Aber das ist wirklich so. Keiner gibt einen Fick. Keine gibt einen Fick über Kanaken, wirklich. Also Kanaken, die sind wirklich keinen. Mhm. Aber Schwarze und Asiaten sind wirklich mehr sexy. Ihre ja. Case ist einfach sexy als wir. Und du kannst keine Aufrau machen, aber einen Kanaken-Friseur kannst du holen. Ja, Felix setzt sich beim türkischen Friseur hin und sagt so, ja, genauso wie bei euch. Ja. Mach mich zu dir, Bruder. Nee, aber ich finde es insofern interessant, als dass ich mir vorstellen könnte, dass Justin Bieber jetzt endlich mal den Schmerz nachführen kann, den Thomas Gottschalk bei dieser Kostümparty hatte. Oh. Als er ein schwarz angemalter... Als er Jimi Hendrix war. Genau, als er Jimi Hendrix für Banker war. Er war auf so einer Bankersparty. Ah, ja. Ich fand, das war auch irgendwie eine komische Story, so, dass er das auch noch sagte. Ja, das ist so ein komischer Rahmen. Ja, so eine Bankersparty. Er war nur Banker. Ja, schön witzig, dass... Ja, immer so Blackfacing in einem komischen Kontext. Genau. Das ist einfach so doppelt schlecht. Ja, Justin Bieber, das war das zweite Mal. Er hat das vor 5 Jahren gemacht mit den Dreadlocks. Ah, ja. Er hat auch Ärger bekommen. Und er hat ich probiere es jetzt auch mal. Weißt du? Ich habe immer das Gefühl, klar, Nazis und Rechte werden kritisiert, dass sie Rassisten sind, aber die sind so, ja, was auch immer. Aber es werden auch oft Leute kritisiert, die quasi in dem Team sind. Und das ist so dumm. Die Leute, ich meine, er versucht's, wie ehrlich seine Motive sind, sei mal dahingestellt, aber er versucht irgendwas zu tun oder irgendwie gut zu sein für, also gegen Rassismus. Und dann kriegt er diesen Shit ab. Das ist ähnlich. Ja, aber da würden die Leute dann wahrscheinlich sagen, ja, wenn du dich wirklich ernsthaft gegen Rassismus stark machen willst, dann musst du dich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, wirst du relativ schnell an den Punkt kommen, wo steht Dreadlocks, no. Ja, aber das tut man ja nicht. Auch, ja, ey, aber wenn die Leute wirklich ernsthaft Rassismus bekämpfen, dann sollen sie nicht da einfach... Ja, bei der Frisur. Das haben die bei Carola Rakete übrigens auch gemacht. Ja, das würde ich auch noch so. Genau, und sie war Seenotretterin, falls die Leute es vergessen haben. Und hat also buchstäblich was gegen Rassismus getan. Sie hat schwarze, ertrinkende Menschen sozusagen rausgerettet. Sie hat ihr Leben riskiert und was weiß ich und ihre ganze Zukunft. Und sie wurde dann dafür kritisiert, dass sie Dreadlocks anhatte. Sie wurde trotzdem für ihre Frisur kritisiert. Ja. Und ich mir denke, ey, die Kritik ist das nur ist berechtigt. Crazy. Nur berechtigt bei ihren Achselhaaren, weil das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Ein absolutes was No-Go. War da los? Nee, das finde ich auch nicht in Ordnung, weil sie sich in dem Moment quasi als Mann identifiziert hat. Das ist die Kultur von Männern, Haare unter den Armen zu haben. Das waren toxische Haare. Nein, aber... Das entscheide dich. Nein, aber das stimmt. Das ist auch nicht verrückt, weil im Endeffekt, also diese Kritik kam dann ja auch von Weißen, weil also alle anderen waren froh, dass sie diese Menschen aus dem Meer rettet, also diese schwarzen Flüchtlinge. Für mich ist es so verrückt, weil Also sie könnte Blackface im Kimono mit einer Kippa drauf Leute retten und ich wäre so geil. Also diese Hand steht für sich, also egal wie sie aussieht. Ja, also total. Es sind immer noch gerettete Menschen und die wären genauso dankbar. Die wären so, ey, komisch, dass du so viel Farbe im Gesicht hast, aber danke, dass du mich rettest. Also keiner mehr von denen, was machst du da? Ey, sie könnte in einem Gestapo-Vollmontur da sein, komplett Gestapo und Leute retten und es wäre geil. Ich finde es witzig, dass Justin Bieber krass diese Ärger kriegt. Und vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, Michael Jackson hat sich weiß gemacht. Und keiner hat was dazu gesagt. Naja. Weißt du? Und seine Ausrede war auch einer der so dummsten, billigsten Ausreden. Er hat gesagt so, er hat eine Hautkrankheit. Naja. Und hat er gesagt, ja, Michael, nicht weiß sein ist eine Hautkrankheit. Das ist doch in Ordnung. Leute, die gegen Cultural Appropriation sind. Also ich meine, ich bin es auch, weil es gibt ja wirklich Fälle, zum Beispiel
in New Orleans, so in den 60ern oder so, da gab es so welche schwarze Jazzmusiker und die haben diese Kunst kreiert und die durften damit kein Geld verdienen. Dann kamen Weiße und haben dann mit ihrer Musik, die sie kreiert haben, Geld verdient. Also das ist für mich so ein ganz kleines No-Go, aber das ist was anderes als Dreads. Ja, total. So, das ist so ein bisschen Gaga. Ja. Und das nervt mich ein bisschen, dass dieses Gaga das ernste Ding verwischt. Weil es gibt dieses Problem. Aber das ist ja immer so. Also es ist ja voll oft in diesen Debatten das Problem, dass alles gleich genannt wird. Genau. Dabei gibt es da so krasse qualitative Unterschiede. Genau. Aber das stimmt voll, was du sagst, weil so ein maßgeblicher Teil in der Definition von Cultural Appropriation ist dieses sich daran bereichern. Ja, genau. Also etwas aus einer anderen Kultur nehmen und sich daran bereichern. Und so wie ich diesen Schützer um Justin Bieber mitverfolgt habe, hat er damit kein Geld verdient. Also, er fühlt quasi genau das, was die Schwarzen immer fühlen. Er kriegt gerade richtig viel Ärger. Voll, voll. Einfach nur dafür, dass er so aussieht. Voll. Und ich habe auf dem Weg hierhin einen Obdachlosen gesehen und der hatte zufällig Dreads. Und dann würde man auch nicht sagen, Digga, du hast dich bereichert. Also, jetzt gib mir meine 27 Cent wieder zurück. Also, du bist reich genug. Aber wo wir schon mal beim Thema sind, es gab gerade in Berlin, in Lichterfelde, das ist irgendwo in Steglitz, gab es auch einen Fall von Cultural Appropriation, allegedly. Und zwar geht es um eine Eisdiele mit dem Namen Eskimo. Eskimo hieß diese Eisdiele. Und dann gab es bis zu 7 Fabians und 6 Annikas, die gesagt haben, das geht nicht, das darf man nicht machen. Wieso? Ja, weil das wie Eskimo klingt und Eskimo sagt man nicht mehr. Ja. Wer sagt das? Ja, Eskimos? Das ist nicht so witzig, weil kein Inuit irgendwo am Nordpol sagt, oh, nennen die Deutschen uns immer noch Eskimo, Alter. Ja. Das ist wirklich juckt. Aber es ist anscheinend ein riesiges Thema und die haben sich dann umbenannt. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so ein Gaga, weil es ist ja jetzt nicht so, also ich meine, sie hießen Eskimo, ja, sie hießen jetzt nicht Ice and More. Ja, oder so. Mit H. Ja, oder zum Beispiel Ice Supremacy. Ja. Ja, oder zum Beispiel Eieieieieis. Oder eiskalt abschieben. Oder Eiskriminierung. Ja, ist auch nicht so, dass du da einfach ein Spaghetti-Eis nur bestellen kannst, indem du sagst so, ja, ich hätte gerne einmal den Ithaca-Becher, bitte. Ja. Oder dass es kein Schokoeis gibt. Oder dass man immer, wenn man Joghurt-Eis bestellt, No Homo dazu sagen muss. Nee, oder ich hätte gerne ein Joghurt-Eis, No Homo. Nee, oder Eis! Nee, oder jedes Mal, wenn jemand Vanille bestellt hat, dann kommen so Konfetti vom Ja, Also, die haben sich umbenannt, sie heißen jetzt was? Peter und der Wolf? Ja, ja. Ich finde, das klingt problematisch. Ja. Das klingt jetzt sofort wie eine Rechtsrockband. Ja, ja. Peter und der Wolf, also haben sich Leute darüber aufgeregt. Man fragt sich auch. Aber gab es eine Petition oder? Stell dir mal vor, wenn du eine Eisdiele bist, dann hast du keine Resilienz gegen Shitstorms. Ja, ja. Du bist nicht ins Showbusiness gegangen. Ja. Du bist einfach nur eine Eisdiele. So, du machst den ganzen Tag so. Ja. Oder bist du ein rassistisches Schwein? Bist du ein rassistisches Arschloch? Dabei willst du nur dieses Kirsch-Amarena-Eis an irgendwelche Besserverdiener. Dass sie sich für Eiskimo entschieden haben. Ja, ey. Das ist auch so eine harmlose, nette Tätigkeit, Leute Eis zu verkaufen. Ja, hier Eis, du Rassistenschweine, hä? Was? Ich finde, also Eiskimo ist auch irgendwie clever und schmeichelnd. Das ist auch gar nicht schlecht, finde ich. Ja, es klingt süß. Ja, es klingt eigentlich total süß. Wie das Wissen Eis. Wissen Sie jetzt krass, also das ist unglaublich stressig für einen Laden, den Namen zu ändern, oder? Ja. Ja, ja. Also viel Papierarbeit, diese Webseite, Logo. Ja, im Worst Case haben die noch so eigene Becher bedrucken lassen. Ja, ja, natürlich. Und jetzt dann sitzt du da mit deinen 800 Bechern. Ja, ja. Das ist ein scheiß hasserfüllten Becher. Ja, aber das regt mich total auf an der heutigen Zeit, dass man immer wieder über so Outrage spricht oder über Shitstorms und dann sind es einfach nur 30 Leute auf Twitter. Ja. Also ich finde, wir sollten und auch allgemein die Medien, die sollten diese Leute weniger ernst nehmen, weil ich kann es schon verstehen, dass man es ernst nimmt und es verkauft sich auch gut, aber es ist natürlich auch ein neues Phänomen, weil es ist mittlerweile sehr leicht, sein Unwohl sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Also jeder hat einfach Internet. Das heißt, wir brauchen auch neue Regeln, wie wir damit umgehen. Ja, also das heißt, wenn sich 30 Leute auf der Straße versammelt haben, ist es nicht das gleiche wie auf Twitter. Ja, es ist keine Demo. Genau, es sind keine 30 Demo. Leute. Die schreiben ja jetzt, es werden ja Artikel geschrieben darüber, dass Leute auf Twitter sich über etwas beschwert haben. Genau. Und dann ist es so, hä, warte mal, der Inhalt ist so Billo-Seiten, so Focus Online oder so. Ja. Ach, krass, der Inhalt jetzt ist gerade, dass hier so, ja, und dann hat folgender User das gesagt. Warte mal, nein, das
Ist einfach irgendein Typ. Ja, also einfach so ein privater Uli. Ja, also so ein Privatmann. Ja, so, der wird dann so zitiert. Genau. So. Ja, das ist so ein Typ, der ist vielleicht gerade im Schwimmbad. Oder? Ja. Komischer Typ im Schwimmbad. Ja, er ist einfach nur wütend im Freibad und plötzlich auf Focus Online. Ja, so. Aber wo sich mal wirklich eine Empörung, wo ich mir eine große Empörungswürde gewünscht hätte, ich weiß nicht, ob es die gab. Oder ich weiß auch nicht, ob es sie nicht gab, aber ich habe auf jeden Fall nicht so viel darüber mitbekommen. Und zwar habt ihr dieses widerliche Video aus Erfurt gesehen. Ah, das war richtig. Aus der Straßenbahn. Ich habe davon nur gehört. Ja, das war schlimm. Da, wo einfach irgendwie so ein 17-jähriger syrischer Flüchtlingsjunge sitzt da und dann ist da einfach so ein ekel deutscher Nazi-Ekeltyp, so Mitte 40, der den da einfach anbrüllt, so piss dich aus meinem Land. Ja. Und dann spuckt er ihn an und tritt ihn und du denkst dir, wie kann man so sein? Und dann auch. Niemand macht was, also die niemand interveniert. Seine Freundin hat ihn dann auch noch gewarnt, sie meinte so, hey Jürgen, oder ich weiß nicht, wie er heißt, aber er meinte so, pass auf wegen den Kameras. Das war der einzige Einwand. Das wird auch gut sein. Das war das Einzige, was korrigiert wurde. Das war der einzige Verhalten. Aktivismus in diesem rassistischen Fall. Und das ist ganz interessant, weil das passt voll zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, weil Justin Biebers Dreadlocks heißen genauso wie das, was da an der Bahn passiert ist. Verstehst du? Ja, also es ist beides Rassismus. Und es ist so ein unglaublicher qualitativer Unterschied. Das stimmt. So, es ist crazy eigentlich. Absolut, es ist crazy. Ja. Also ich wünsche mir wirklich, dass Rassisten sind eher aktiv auf Social Media als im richtigen Leben. AfD kriegt krass viele Wähler und sie sind im realen Leben einfach aktiver und stärker. Und Leute, die gegen Rassismus kämpfen, die sind stärker auf Twitter und Instagram und nicht im realen Leben. Und das ist irgendwie so, ein Hashtag macht nichts, außer dein Ego zu boosten. Und ein Sucher wird von diesem Hashtag wirklich nie profitieren. Ja, voll. Die müssen sich irgendwie so auf ein Spielfeld einigen, so auf dem die gegeneinander kämpfen. So. Das ist von unserem Bus. Also entweder wir treffen uns online oder wir treffen uns in Erfurt in der Straßenbahn. Ja. So, aber nicht die einen senden nur online und die anderen nur im echten Leben. Ja, deswegen, mich nervt irgendwie dieser neue Twitter- oder Online-Aktivismus, weil die sich dann selber dafür feiern und auch Props bekommen, während es wirklich Leute gibt, also die dieses ganze Ding mitbekommen und auch so in den Straßen sind oder was auch immer und auch irgendwie mit irgendwelchen Jugendclubs arbeiten und wirklich was machen. Und da bekommen einfach ein paar Leute Applaus, weil die irgendwie in 140 Zeichen die richtigen Zeichen reingeschrieben haben. Ja, oder so. Leute teilen. Genau. So. Ja, das ist richtig easy. Oh, danke, dass ihr eine Plattform schafft. Genau. So, und Mann, das ist nur geil für ihn, weil er die ganze Zeit damit zu tun kann, als wäre er ein guter Mensch. Ja, und dabei wissen wir, er ist eine Ratte. Ein Hund. Sein Hund, der kann auch rausgehen. Das ist der neueste Diss heute. Du darfst heute rausgehen. Nee, wirklich, solche Leute kotzen mich wirklich, wirklich an. Also, es ist. Ja, ich glaube, der Aktivismus online überträgt sich nicht ins wahre Leben. Ja. Interessanterweise, ich glaube sozusagen Links- oder Woke-Aktivismus überträgt sich nicht, aber Rechter schon. Die haben dann viel wirklich. Die lesen etwas und so, ja, das macht Sinn. Sollten das tun. Ja, das ist auch irgendwie voll krass mit diesem ganzen, also einfach so, ich habe das Gefühl, man empört sich so sehr über so einen Quatsch wie Eskimo oder so und da wird über Rassismus geredet, dass da so eine Übersensibilität da ist, dass wenn man echten Rassismus sieht, dass die Leute das gar nicht mehr fassen könnten. Dass es das gibt, das ist so, die würden dann fast so, ich habe das mal irgendwo anders gesehen, da gab es einen Typen, der hat irgendwie eine Aktion gestartet, ich weiß nicht von welcher, der war auch in Berlin, irgendwo in Moabit und er meinte, ja, ich gehe hier rum und hat da irgendwie, ja, ich berichte hier aus Moabit oder so und es war halt ein richtiger Nazi einfach so und er hat gesagt, ja, die überrennen unser Land und so und dann gab es so Kommentare darunter auf Twitter, wo Leute geschrieben haben, ey, der ist doch psychisch krank. So, nee, das ist ein Nazi. So, das ist, also ihr erkennt, also ich hatte bei einigen das Gefühl so, ey, ihr erkennt nicht mehr richtigen Rassismus so, nee, das ist richtig, das ist ein richtiger Nazi so. Das ist jetzt nicht so, weil die waren schon so, ey, lass den in Ruhe, der ist doch schon völlig weg, aber nein. Das ist es. Die sagen einfach sowas, er ist anders wild. Einfach anders. Irgendwie das ist ein Typ, der was Kriminelles vorhat. Ja, genau. Weißt du? Und der andere hat einfach eine neue Frisur. Ja, oder der verkauft Eskimo. Das ist wirklich unglaublich. Gut, was war noch los? Richtige Off-News. Richtig random News. Und zwar der 11. April 1954 war der langweiligste Tag des letzten Jahrhunderts.
Es gab einfach so Forscher, die haben einfach so Nachrichtendaten der letzten 100 Jahre ausgewertet und der 11.4. war einfach der mit Abstand langweiligste Tag. Ich würde auch sagen, das sind die langweiligsten Forscher, die das herausgefunden haben. Ja, also alles drumherum war langweilig. Und wir haben ein bisschen recherchiert, wir haben Zugänge in alte Archive und wir haben tatsächlich die Stand Up 44 News von 1954 nochmal finden können. Und die zeigen wir euch mal kurz. Hier ist das erste deutsche Stand Up 44 mit den Nachrichten. Bonn. In der Bundeshauptstadt haben heute 9 Martins Geburtstag. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Frankfurt. Der DAX schließt heute bei exakt demselben Zählerstand wie gestern. Beobachter nannten diesen Tag, Zitat, arschlangweilig. Die Lerche ist Baum des Jahres 1954. Zum Abschluss noch ein Foto von einem Eichelheer aus meinem Garten. Wir haben hier noch 14 Minuten 30. Was war bei dir so los? Noch eine interessante News, die ich gerne noch mit euch besprechen würde. Und zwar wurde ein Ranking von Pressefreiheit weltweit rausgegeben. Und Deutschland ist nur auf Platz 13. Wow. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine, meine deutsche Arroganz, aber ich dachte ehrlich gesagt, wir machen Top 5. Ja. Also Platz 13, was glaubt ihr, woran das liegt? Platz 1, 2, 3, 4, völlig erwartbar, nämlich einfach alle skandinavischen Länder. Die sind einfach die Musterschüler in allem. In allen Streber der Welt. Ja, Skandinavien ist so Annalena Baerbock als Länder. Also, ja. Ich muss sagen, auch als Ausländer in Deutschland lebt, ich bin auch enttäuscht. Ja. Also ich bin wirklich so, ich schäme mich vor euch. Abwarten. Wir reden gleich noch über die Platzierung von Syrien. aber was glaubt ihr, warum ist Deutschland nur Platz 13? Nee, ich würde auch denken, das wäre höher. Ich wüsste gar nicht, ja, Skandinavien macht Sinn, aber das sind auch nicht so viele Länder. Ich weiß gar nicht, wer dazwischen ist. Ja, wer ist vor Deutschland? Jamaika. Jamaika ist einfach deutlich vor Deutschland. Ich glaube, ich weiß warum. Die haben nur gute News. Ja, aber nicht. Übrigens, Daniel, vielleicht für dich interessant, Russland auf Platz 150. Von wie viel? Ja. Ich glaube, bei 150 ist es egal, von wie viel. Ja, also von 6 Millionen von Ländern. Nee, von knapp 200. Also es ist schon eher so mittel. Und jetzt hier der Showdown zwischen Iran und Syrien. Einmal ein Trommelwirbel bitte alle. Syrien, Platz 173. Okay. Und Iran, 174! Nein! Ey, dann sitzen wir ja noch. Dann sitzen wir gut, oder? Das war richtig, oder? Ja, wir sitzen gerade richtig. Es wird immer freier. Ja, stimmt. Ja, oder andersrum halt. Immer es gibt hier einen ziemlichen Sprung. Stimmt. Ja. In der Pressefreiheit und im Vermögen. Ja. Carlos, du bist widerlich. Ey, habt ihr dieses crazy Video aus Stuttgart gesehen von irgendeiner komischen Kundgebung? Ah, ja. Wo da wirklich einer ins. Was haben die so? Frieden? Genau, auf der Bühne stand so der Königsquerdenker. Ja. Und der hat immer Frieden gerufen und da haben die im Publikum einfach so, wir können es ja kurz einblenden. Ja, wir Frieden, Freiheit. Genau. Hier, wir blenden es kurz ein. Frieden! 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 Das ist ein klassischer Fall von Muscle Memory. Das ist einfach drin geblieben. Ja, und du siehst so, einige Leute schwächen das zum Glück ab und machen irgendwie so, aber dann gibt es einige so wirklich, so gelernt. Yeah. So, kommt so genau so raus. Ey. Krass. Ja, ich finde es so heftig, dass es gibt Leute, die leben in Deutschland und die denken, dass sie in einer Diktatur leben. Yeah, weißt du, wie privilegiert. Das geht so gut, dass du denkst, dass du in einer Diktatur lebst. Ja. Du lebst in einer Pressediktatur, ganz anders als China zum Beispiel. Ja, das ist ja voll krass, dass die Querdenker zum Teil sagen, so irgendwie Putin und Trump, also als Trump noch an der Macht war, haben die gesagt, so, ja, kommt mal hierher und schafft mal Freiheit. Also so völlig absurd. So. Also das könntet ihr bei Putin so nicht fordern, so laut. Das ist voll verrückt. Also die Leute sind wirklich komplett durchgedreht. Komplett durchgedreht. Attila Hildmann. Ah ja. Like, wer es noch kennt, ist in die Türkei geflüchtet. Und Attila Hildmann hat sich wirklich dazu entschieden, einfach nicht mehr so über Umwege antisemitisch zu sein, sondern einfach so
Einfach wirklich. In your face. Mehr geht nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, einfach so sehr es geht. Ja, einfach so sehr, wie es geht. Es gibt keine Andeutung mehr. Ja. Es, es gibt gar keinen doppelten Boden mehr. Es ist einfach Adolf Hitler. Er teilt ja so Adolf Hitler. Ja, auch so Goebbels und so Goebbels reden. Und so. Und reden. Und er ist ja wirklich so ich gegen den Juden. Und ja, ja. Nein, ich finde es voll krass, weil er hat irgendwie jetzt so eine komische, ich weiß nicht, wie man das dann nennt in diesen Telegram-Gruppen, aber wie so eine Art Sprachnachricht irgendwie an seine. Und seine Fans. Ich glaube, so heißt es, ja. Ja, genau. Und, das ist irgendwie, war das so du oder ich, Jude? Und ich weiß nicht, ob er damit Volker Beck meinte oder so. Ich bin mir ganz... Also der auch, kriegt voll viel ab. Ja, kriegt ab, krank viel von ihm ab. Und ich verstehe nicht so ganz, warum man das nicht schon davor irgendwie behandelt hat, dieses Problem. Weil man hat ihn einfach so machen lassen, voll weit. Mhm. Und jetzt ist es so weit, dass er irgendwie so... irgendwie so, du oder ich, Jude und so. Und dann sagt er irgendwie, da macht er so eine Aufzählung, so eine, der Jude hat mir mein Restaurant genommen, mein Café oder meinen Job genommen und so. Mhm. Und das finde ich, ich bin wirklich dankbar für Attila Hildmann, muss ich wirklich sagen. Yeah. Weil er hat nicht nur sich selbst demaskiert, sondern auch Antisemitismus. Mhm. Weil Antisemitismus ist mal so, ja, irgendwie so eine Verschwörung, man weiß nicht ganz genau, weiß so die Illuminaten, die einflussreichen Kräfte der Finanzwelt oder so, die haben die Welt verändert, die haben mir diese Sachen genommen. Und bei ihm kann man ganz klar sehen, was der Fall war, weil das war alles dokumentiert. Der Laden lief voll gut, bis er angefangen hat, so zu sein, wie er jetzt ist. Also es ist einfach genau das. Ja, es ist auch wieder so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, er hat ja seinen Laden nicht wegen Juden verloren, sondern einfach so, ja, du bist antisemitisch. Also das ist ein Problem. Also wir finden das nicht gut hier. Ja, du hast, aber, du hast auf etwas reagiert, was es nicht gab und jetzt... Nee, er müsste eigentlich sagen so, also er müsste die ganze Zeit mit sich selbst sprechen so, Attila hat mir mein Restaurant genommen, du oder ich, Attila, du oder ich. Also, weil er ist das Problem. Tut er ja auch wahrscheinlich. Ja. Also, ich finde es witzig, er spielt immer diesen Unterdrückten und der Typ hat einen Husky-Hund. Also du kannst nicht unterdrückt sein, du hast einen Husky. Wenn du einen Husky hast, dann hast du ein gutes Leben. Ich finde es interessant, man kann über Attila Hildmann auch sagen, er ist Antisemit, aber gut gebaut. Aber auf eine Art ist es insofern gut, als dass jetzt wirklich niemand mehr von seinen Anhängern sagen kann, ja, ich wusste das nicht. Ja, ja, genau. Also das mit dem Antisemitismus wusste ich nicht. Weil das ist wirklich genauso, wie du sagst, Antisemitismus fängt eigentlich immer so von Seite an. Ja. So immer über irgendwelche Umwege, man, sei es Israel oder das Bankenwesen. Ja. Aber am Ende kommt man immer raus bei der Jude hat. Ja, ja, weißt du? Ja, voll. Es ist auch irgendwie geil, dass er die ganze Zeit von Corona-Diktatur in Deutschland gesprochen hat. Und jetzt hat Türkei viel heftigere Maßnahmen und er ist dort. Ja, und er darf jetzt gar nicht mehr raus. Aber da kann er seine Fresse nicht aufmachen, wenn er da irgendwas sagt, kommen die und verprügeln ihn. Also kommt einfach die Polizei und so, ja was, Rechtsstaat, Mechtstaat. Und auch wieder so. Einfach so, ja, dann hältst du die Schnauze. Also in so einem Land hältst du die Schnauze. Und dann respektiert er die vielleicht dafür. Es ist so wie mit Bullies. So, die finden es geil, wenn man so zurückschlägt und denen in die Fresse haut. Dann sind die so, ja, ist cool. Du bist korrekt. Ich verstehe dich. Ja, so, ich brauchte das. Ich brauchte das. Nicht dieses Schwuchteln in Deutschland. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, in Türkei vegan zu leben, oder? Ich glaube, wegen Döner? Die essen nur Döner, oder? Nur Döner dort. Ich glaube übrigens, dass man in Istanbul gerade auch nicht mit einem Hund nachts raus darf. Ja, ja, das auch. Diese Sonderregelungen, die macht Erdogan. Ja, stimmt. Ab heute gibt's eine. Ja, und da darf man nur raus mit dem Dönertier. Denn Döner macht schöner. Yeah. Jetzt alle Sprüche aus den 90ern im Stand Up 44 Shop. Ich find's richtig witzig, dass einfach so in so Dönerläden in Deutschland einfach so Dönerteller einfach so unhinterfragt so Speziteller heißen. Ah, Spezi ist irgendwie so ein Kinderwort. Ja, sind da einfach irgendwelche, einfach so eine Mahmut mit der übelsten Königskette. Ja, Bruder, machst du mir einen Speziteller? Stimmt, Machst du mir einen großen Speziteller, bitte? Ey, aber und dann trinke ich auch so ein Kindergetränk dazu. Und ein Mezzo-Mix, bitte. Nee, ja, und dann noch, nee, und dann so ein Ulo-Dark mit diesem Bubble drin oder so. Das ist Bubble-Tea eigentlich, oder? Ja, dieser Softdrink, der in der EU nicht zugelassen ist eigentlich. Wo kommt der her? Ey, es gibt ja auch, kennt ihr das im Süden bei im Dönerladen zu sein? Dann steht dann irgendwie so ein Drehspieß-Kebab oder so. Die haben dann so eigenen Namen. Oder wie ist das? Jufka. Jufka. Was ist das hatte. Ja, erstmal ein Jufka-Dürer. Jufka oder so, Tzatziki. Was genau, ist das in NRW gibt es Tzatziki. Ah, gibt es in Berlin. Ich glaube, überall außerhalb Berlin essen sie das mit Tzatziki. Ja, das ist Cultural Appropriation, oder? Ja. Yeah. Oh, das ist, ja, aber. Ich glaube, ich nenne meinen Sohn
Uludag. Es ist witzig, dass bei so einem ausländischen Namen wie Uludag trotzdem der Spitzname Uli rauskommt. Da heißt du schon richtig ausländisch. Und dann Uli. Uli. Stimmt. Ja. Hat sich keiner gerechnet. Ja. Schon witzig, wenn wir so bei türkischen Softdrinks, die machen sich nie Mühe, irgendwie das, irgendwie so Light-Version oder ohne. Also es gibt nie Uludag Zero. also es gibt entweder Uludag oder kein Uludag. Ja, ey. Mit dem Spezi-Teller sind wir da noch langsam durch. Ja. Also, habt ihr noch Themen? Nee, aber du meinst ja am Anfang, Schalke, ich hab noch was zu. Ah, es ist so lange her, wir spielen es hier noch mal kurz ein. Schalke wird 2 Wochen freigestellt wegen Corona. Hä? Ja. Und jetzt? Und zwar, ich finde es wirklich voll krass, weil die sind einfach so hart abgestiegen, dass sie sofort in Quarantäne mussten. Das ist ja witzig. Also, die sind so vom Spielfeld in Quarantäne. Gejagt, genau, und dann in Quarantäne. Gejagt. Das war's auch von mir. Scheiß rein! Jo, Leute, also ganz kurz. Das waren die Stand-Up 44 News diese Woche. Und damit ist die erste Staffel Stand Up 44 News offiziell abgedreht. It's a wrap. Ja, ich würde eigentlich sagen, wir können eigentlich auch mal für uns selber applaudieren. Wir danken dem ganzen Team. Ich danke Jan, ich danke Martin, ich danke Timo, ich danke Stefan, ich danke Sebastian. Ich danke Holger, ich danke Uli. Und Uli. Das ganze Team. Ja, richtig. Wir sind richtig deutsch hinter den Kulissen. Nur deutsche Männer. Nur deutsche Männer im Hintergrund. Ja, wir machen weiter, aber jetzt ist erstmal hier kurz Pause. Würde ich sagen, abonniert den Kanal, Stand Up 44. Abonniert die Jungs bei Instagram, Daniel Wolfson, Kinan Al und Kavus Kalanta. Danke nochmal, Jens, für den Cocktail und die Privilegien. Und damit würde ich sagen, Leute, sind wir raus für heute.